Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Auf Wunsch zeige ich dir in diesem Video, was ich heute so alles frühstücke. Ich frühstücke immer in mehreren Etappen, da mein Frühstück meistens aus Fruchtmahlzeiten besteht und Früchte nicht so lange satt halten. Falls du ein neuer Zuschauer oder eine neue Zuschauerin bist, ich lebe seit circa 5 Monaten mit meinem erwachsenen Sohn in La Gomera. Seit einigen Wochen lebt mein Sohn jedoch in Vallehermoso und ich hier in Santiago alleine, da es mir hier in Santiago besser gefällt. Und zwar lebe ich auf einer Terrasse in meinem Zelt, was du hier hinter mir siehst. Ja, die Lichtverhältnisse sind nicht so optimal, da die Sonne seitlich aufgeht gerade. Ja, und durch die ganzen Bäume hier hinter und über mir teilweise Schatten und teilweise Sonne ist. Aber besser bekomme ich das hier so nicht hin. Ich hoffe, das ist so für dich okay. Ja, am liebsten hätte ich natürlich was ich an einem Tag, also an einem Tag esse, Video gedreht, aber das ist mir zurzeit leider hier nicht möglich, da ich nur mit meinem Handy filme und auch kein Bearbeitungsprogramm auf meinem Handy habe und somit meine Videos nicht schneiden kann. Ja, und ich kann das Handy nicht den ganzen Tag auf Aufnahme lassen, da die Aufnahme nach einem gewissen Zeitraum dann immer von alleine wieder ausgeht. Ja, deswegen habe ich mir jetzt einfach überlegt, dass ich dir, wie gesagt, einfach erstmal zeige, was ich so frühstücke. Es kann auch sein, dass auch daraus jetzt ein zweiteiliges Video wird, falls der Zeitraum bis zur nächsten Frühstücksgang zu lang ist. Dann wirst du das aber auch am gleichen Tag, also auch heute dann sehen noch, okay? Jo, jetzt habe ich lang genug geredet. Ich habe jetzt schon circa 1 Liter Wasser getrunken, also ich beginne immer morgens mit Wasser zu trinken, so viel wie möglich. Wir haben jetzt mittlerweile 8.30 Uhr durch. Und das Erste, was ich immer esse, sind jeweils 2 Orangen. Entweder presse ich sie mir aus als Saft, aber am liebsten, jetzt muss ich schon mal die Einstellung ändern, das ist auch nicht so einfach hier. So, besser bekomme ich das jetzt nicht hin. Dazu nehme ich einfach diese Schüssel hier und gebe mir die 2 Orangen da rein. Ich frühstücke übrigens immer genau direkt vor meinem Zelt, meistens im Schneidersitz. Das ist für mich einfach am einfachsten. Ja, schneide mir die Orangen durch. Das mache ich auch direkt in der Schüssel, manchmal auch auf dem Deckel der Schüssel. Das geht auch gut. Ich mache mir einfach so wenig Arbeit wie möglich, da ich hier nicht nur ohne Strom, sondern auch noch ohne fließend Wasser lebe, damit ich möglichst wenig zum Abwaschen habe. Das ging, glaube ich, auf die Kamera. Hat gespritzt. So. Ja, jetzt habe ich lauter Orangenschnitze. Ja, und die esse ich jetzt einfach so. Moment. Ja, dann gebe ich mir meistens dieses Handtuch auf mich und darauf dann die Schüssel
damit meine Kleidung nicht beschmutzt wird. Und lutsch die Orangen dann mehr oder weniger einfach so aus, also saug sie aus. Das mag ich besonders gern. Ja, das war mal mein erster Gang. Den Rest esse ich jetzt ohne dich. Orangen geben mir noch zusätzlich viel Flüssigkeit. Ja, Vitamine bekomme ich auch noch rein und sind so erfrischend. Geben mir einfach immer so einen richtigen frischen Kick. Deswegen starte ich mit Orangen am liebsten. So, ich habe die Kameraeinstellung jetzt mal ein bisschen geändert. Da die Sonne, wie gesagt, ja, seitlich hinter mir war, aber viel besser ist es jetzt auch nicht. Ist eben nicht so einfach hier, aber okay. Ja, ich habe mich mittlerweile auch umgezogen, da es jetzt schon einiges wärmer ist. Und jetzt versuche ich dir mal zu zeigen, was ich gerade an Früchten da habe. Und zwar habe ich eine Reifetasche, in der ich meine Früchte immer aufbewahre. Die lege ich immer an einen bestimmten Platz außerhalb meines Zeltes. Da ist sie dann den ganzen Tag im Schatten, aber ist trotzdem in der Wärme, weil es ja trotzdem hier sehr warm ist, selbst im Schatten. Und so können die Früchte wunderbar gemütlich vor sich hinreifen. So, hier siehst du meine Reifetasche hoffentlich. In der Reifetasche befindet sich eine Papaya, eine größere, die ist aber noch nicht reif. Ein Apfel, da habe ich jetzt aber keine Lust drauf. Zwei Kiwis, die sind auch noch nicht reif. Noch einige Bananen, gestern hatte ich noch deutlich mehr Bananen. Aber mein Sohn ist seit gestern hier. Ja, und hat einige meiner Bananen gemampft, deswegen habe ich jetzt nicht mehr so viele. Dann habe ich noch eine Avocado da, die ist aber auch noch nicht reif. Und zwei Cherimoyas, die mir mein Sohn gestern von Valle Hermoso mitgebracht hat. Die waren vom Baum gefallen. Wir haben in Valle Hermoso, also dort lebt mein Sohn zusammen mit anderen Menschen in einem Gemeinschafts-Selbstversorger-Projekt. Ich habe da eine Zeit lang auch mitgemacht. Ja, und dort haben wir unter anderem einen Chirimoya-Baum und die waren, wie gesagt, darunter gefallen. Und die hat er mir mitgebracht. Die kann man auch noch nachreifen lassen. Die werden auf jeden Fall auch noch weich. Dann kann ich die auch noch essen. Jo. Ich hoffe, du konntest alles gut sehen. Ist, wie gesagt, nicht so einfach, da ich nicht das Video schneiden kann und so verschiedene Einstellungen für dich mit dem Video machen kann. Jo. Da ich ja hier auch keinen Strom habe, kann ich mir auch kein Smoothie zubereiten. Deswegen weiche ich dann gerne auf verschiedene Pülverchen aus, sogenannte Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe zurzeit zwei verschiedene Pulver da, einmal Moringa-Pulver und dann noch ein Pulver, ich glaube, das war mit Weizengras, Gerstengras und Chlorella und Spirulina. Jo, letzteres schmeckt mir aber nicht ganz so gut, deswegen nehme ich heute jetzt für meinen nächsten Gang Moringa-Pulver mit Bananen zusammen und Dattelsirup. Ich habe zwar auch Datteln da, aber die lassen sich mit der Gabel schlecht zermatschen. Und deswegen nehme ich dann gerne Dattelsirup und daraus zaubere ich mir dann eine sogenannte Smoothie Bowl, eine grüne Power Smoothie Bowl. Jo, und das werde ich jetzt mal vorbereiten. So, zwei der Bananen sind schon gut reif. Die nehme ich auch. Hier ist der Dattelsirup oder in Spanien auch genannt Miel de Palma oder Miel de Palma. Schmeckt fantastisch, hat viele Kohlenhydrate, auch einige Proteine. Ja,
machen gut, also der macht gut satt auch. Und in diesem in dieser Kakaodose, die war leer, habe ich mir vor einiger Zeit Moringa-Pulver reingefüllt. Ich hoffe, du konntest das sehen. Davon nehme ich so circa, ja, 2 bis 3 Teelöffel. Meine grüne Power-Smoothie-Bowl ist jetzt fertig. Sieht nicht besonders appetitlich aus, aber schmeckt köstlich und gibt mir vor allem viel Energie. Ich versuche die dir erstmal eben zu zeigen. Ja, die lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. Läuft's? Ja. Ja, die grüne Smoothie Bowl, die ich vorhin gegessen habe, schmeckt besonders lecker, wenn man noch 2, 3 Teelöffel oder auch 4 Teelöffel Kokosmus mit reingibt, habe ich rausgefunden. Leider habe ich aber momentan Kokosmus nicht da. Ja, schmeckt aber auch ohne Kokosmus fein. Jo, wir haben jetzt mittlerweile 21:15 Uhr. Und ich bereite mir jetzt die nächste Frühstücksmahlzeit zu. Das wird mehr oder weniger ein Brunch. Und zwar auch wieder in der gleichen Schüssel. Ich habe noch eine andere Schüssel, die wäre jetzt eigentlich geeigneter, aber da ist was anderes drin, deswegen kann ich die jetzt gerade nicht verwenden. Jo. Und zwar habe ich jetzt schon sehr lange keine Gofio-Schokolade mehr gegessen. Gofio-Schokolade sagt dir wahrscheinlich nichts, schätze ich mal. Dieses Rezept habe ich selber kreiert. Und zwar besteht das aus folgenden Zutaten. Einmal Gofio, ja. Das ist geröstetes Maismehl. Dieses ist hier sogar ohne Gluten. Bekommt man hier im Suma oder auch im Spar. Dann ein paar Haferflocken, aber nicht die kernigen, sondern die weichen. Das ist wichtig. Nüssen, also da kann man Nüsse nehmen, welche man gerne möchte. Also ich mag es besonders gerne mit Haselnüssen. Dann einem Süßungsmittel. Am besten schmeckt es mit Mandeldrink oder Quinoa oder Reisdrink, aber dann hält sich die Schokolade nicht so lange. Deswegen nehme ich jetzt einfach diese Pfirsichmarmelade. Ja, man kann dann auch noch etwas Palmsirup mit dabei geben, muss man aber nicht. Das reicht auch so, sonst wird die nachher zu süß. Ja, und zwar werde ich mir die Haselnüsse in eine Extratüte geben. In so eine Plastiktüte. Und dann haue ich da mit dem Stein drauf, damit die dann schön klein sind, die Haselnüsse. Ja, das werde ich jetzt erstmal vorbereiten. So, das Gofio ist jetzt in der Schüssel. Ja, das wiege ich auch nie ab, das mache ich einfach nach Gefühl. Gofio ist sehr proteinreich und hat sehr viele Kohlenhydrate. Hält somit sehr lange satt. So, dann gebe ich jetzt noch ein paar von den feinen Haferflocken hinzu. Da müssen jetzt nicht so viele rein. Einfach ein paar. Das reicht schon. Das Wichtigste habe ich ja noch vergessen zu erwähnen. Kakao muss natürlich auch mit rein, sonst wird es ja gar keine Schokolade, ne? Ja. Und zwar habe ich da diesen Kakao jetzt wieder da. Der ist von der Marke Valor. Also hat 0% Zucker und ist 100% natural und auch ohne Gluten, falls du das erkennen kannst. Sind Gluten. Ja, der schmeckt besonders lecker.
Vielleicht gibt es den auch in Deutschland, ich weiß es nicht. Ja, und etwas Wasser muss natürlich auch noch mit rein, etwas Flüssigkeit, sonst wird das auch nichts. Jo. Ja, mit der Marmelade oder je nachdem, wenn du das mal nachmachen möchtest, was du da nimmst, da musst du einfach schauen, wie viel du da brauchst oder möchtest. Das ist einfach je nach Geschmack, wie süß man die Schokolade halt haben möchte. Nö? Jo. Hierzu nehme ich jetzt einen Esslöffel am besten. Und werde jetzt mal, ja, ich fange jetzt mal mit 2 Esslöffeln an. Und dann schaue ich mal, ob mir das reicht. Kakao muss auf jeden Fall auch einiges rein. Dazu nehme ich jetzt, ich habe das schon länger nicht mehr gemacht, muss jetzt mal schauen. 2. Ja, ich nehme mal 3 Esslöffel. Dann schaue ich mal, ob das genug ist. Ja, jetzt werde ich erstmal die Haselnüsse zerkleinern. So, die Haselnüsse sind jetzt zerkleinert. Ein paar sind sicher auch noch ganz oder halb, weil ein bisschen was von den Nüssen möchte ich ja schon auch schmecken und ein bisschen Crunch drin haben. Die gebe ich jetzt noch dazu. Und zwar, ja, sind das circa 100 Gramm, würde ich jetzt mal schätzen. Aber das kann man auch nach Geschmack machen. Man kann auch verschiedene Nüsse nehmen. Das habe ich auch schon ausprobiert. Schmeckt auch lecker. So, je nachdem, ne? Läuft es? Ja. So, dann gebe ich dem Ganzen jetzt noch, also so sieht das jetzt aus, noch Wasser hinzu, wie gesagt. Erstmal noch nicht so viel. Und vermenge das Ganze jetzt schön mit einer Gabel. Und gebe dann zwischendurch immer wieder noch Wasser hinzu. Auf jeden Fall sollte man nicht, also am Anfang nicht zu viel Wasser verwenden. Ja, weil es ja eine feste Konsistenz werden soll, wie eben eine Schokolade. Deswegen lieber nach und nach dann ein bisschen Wasser hinzugeben. Weil wenn du einmal zu viel Wasser drin hast, dann ja, kannst du natürlich da auch noch was dran machen. Gibst du halt nochmal wieder mehr Gofio hinzu oder etwas von den anderen Zutaten, aber dann wird das ja immer mehr, das Ganze. Deswegen, ja, kann auch sein, dass meine Schüssel jetzt etwas zu klein ist. Schauen wir mal. Ich habe dem Ganzen jetzt noch 4-mal etwas Wasser hinzugegeben und so sieht es jetzt mittlerweile aus. Ja, ich hoffe, du kannst es gut erkennen. Sieht also der Schokolade schon langsam immer ähnlicher. So, mein Brunch ist mehr oder weniger fertig. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ja, es sieht schon Schokolade schon sehr ähnlich. Ne? Ist auch genau richtig in der Konsistenz jetzt. Ich habe noch 2 Esslöffel von der Pfirsichmarmelade hinzugegeben, weil die ist nicht so süß. Und noch 3-4 Mal ein bisschen Wasser. Der Kakao hatte gereicht. Ja, wichtig ist einfach, dass, wenn du das mal machen möchtest, du einfach am Anfang nicht zu viel Wasser hinzugibst und sobald das Ganze ein bisschen fester wird, erstmal gar kein Wasser mehr hinzugibst, sondern immer nur vermengen, vermengen, verrühren. Ja. Und dann ergibt sich von alleine nachher die richtige Konsistenz. Das schmeckt jedenfalls sehr, sehr lecker und ist vor allem sehr proteinreich und hat auch viele Kohlenhydrate und Glückshormone. Ja, aus dieser Gofio-Schokolade könnte man jetzt auch noch, ja, mehr oder weniger Gofio-Pralinen noch machen oder herstellen. Oder Gofio-Bällchen, indem ich jetzt einfach noch Bällchen forme. Und die dann
ja, in verschiedenes Wälze, wie zum Beispiel Kokosflocken, in Kakaostaub oder anderen gehackten Nüssen oder auch kleinen Früchten. Also da ist der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Ja, ich habe jetzt eine größere Portion gemacht, erstens, weil sich das mit Marmelade 2, 3 Tage hält und zweitens, da ich heute noch vorhabe, an den nächsten Strand, an den En Medio zu gehen und mich dort mit meinem Sohn zu treffen. Und da treffe ich sicher auch noch die ein oder andere, die ich noch kenne. Und dann werde ich die anderen auch mal von meiner Gouffierschokolade probieren lassen. So, jetzt habe ich aber wieder genug gesabbelt, ne? Ja, dann hast du jetzt mal gesehen, was ich heute so alles zum Frühstück esse. Ich werde mir auch noch ein bisschen für zwischendurch ein paar Spinatblätter mitnehmen. Habe ich nämlich gerade frische da. Und die werde ich zwischendurch auch noch knabbern. Ja. Ja, dann war es das jetzt. Dann hoffe ich, dass dir mein erstes Frühstücksvideo aus La Gomera gefallen hat. Und demnächst wird es dann ein Video geben, in dem ich dir zeige, was ich mir ja zum Mittag und zum Abendessen zubereite. An einem Tag werde ich wahrscheinlich was kochen oder einen schönen Salat machen, je nachdem. Ja, dann danke ich dir fürs Zuschauen und sag mal, bis zum nächsten Video.